Da bin ich wieder zurück zu meinem Let's Play Horizon Zero Dawn. Ich bin es von der Eurobum36 und wir machen nun hier spannend weiter. Ich habe hier ein weiteres Jagdgebiet entdeckt. Beginnen die Jagdprüfung. Ja, warte. Geht der Weg noch komplizierter? Oh, da ist ein Lagerfeuer. So, tun wir mal kurz schnell speichern. Na super, ich kann. Warte mal. Da. Unten sind neue Tiere. Trampler. Neue Tiere, neue Maschinen. Trampler. Bei Bedrohung umkreist er seinen Gegner und setzt explosive Fernangriffe ein. Körperharte Außenhülle, die diesymptomische Muskeln und Betriebssysteme schützt. Schwäche, Eisstärke, Feuer. Ausgrabungshörner. Die Zerstörung dieser Bauteile deaktiviert den Ausgrabungshornangriff. Schwäche, Abrissstärke, keine Energiezelle. Aus diesem Bauteil kann Zünder, Rohstoffe erbeutet werden. Ein Treffer auf diesen Bauteil mit Schockpfeilen löst eine Explosion aus, die alles in diesem Bereich elektrifiziert. Schwäche, Schock, Abriss. Stärke, keine. Positionseinheit. Diese Zerstörung dieses Bauteils deaktiviert VA-Bau. Basierte Angriffe und löst eine Explosion aus, der alles in diesem Bereich verbrennt. Schwäche alles, Stärke keine, Metallscherben, Metallgefäß, Zünder, Draht, Maschinenkern, leuchtendes Geflecht, Templerlinse, Templerherz. Nein, das habe ich nicht gemacht. Ja, und jetzt komme ich jetzt hoch. Ach so, okay. Rede mit dem Hüter. Hier ist auch ein Händler. Schnellspeicherung. Ist hier noch was Interessanteres? Nein. So, jetzt muss ich ein bisschen was verkaufen. Was habe ich denn so oft doppelt? Schlack. Was? Schlackscheinglas. Dieser seltene Kristall ist bei Händlern begehrt. Quellen Menschen. Dann kann ich ihm welche verkaufen. Weg damit. Graserherz. Maschinenkern klein. Wächterherz, Wächterherz, Wächterherz. Sturmvogellinse, Brüllrückenlinse. Sauer. Nee, Sauerkalb. Sägezahnlinse, Stürmerlinse. Also eine, die Sägezahnlinse brauche ich nicht aufheben. Was zum Verkauf? Achso, ich kann das markieren und dann verkaufen. Aha, okay. Langzahnhinnlinse, Breitkopf, Panzerwandler, Graserlinse. Was ist das? Plünderherz. Wüstenglas. Läuferlinse, da bitteschön. Wächter, Wächter, Wächter.
Wie viel Kühlsaft habt ihr denn bitte? Ist ja nicht mehr normal. Metallgefäß, Metallgefäß, Lohe, Lohe, Lohe. Ja, auch ganz schön viel. Zünder. So. Von Outfits. Ist das auch sch... Nee, das ist... So. Halt. Nee. Außerrahmen Fallbrecherin schwer. Brauche ich auch das Kristallgeflecht. Sieht aber scheiße aus. Bei der Sonne. Bist du Nora? Ich habe noch nie welche im Jagdgebiet gesehen. Oder in der Jägerloge. Wie interessant. Was machst du denn hier? Hier kämpft man bei den Ausdauerprüfungen gegen eine Herde von Maschinen. Glaubst du, du schaffst das? Ich weiß es. Klar. Hervorragend. Tolle Einstellung. Du bist wirklich freundlich. Tja, weißt du, man fühlt sich doch recht schnell einsam in der Wildnis. Ganz schrecklich einsam sogar. Was ist denn mit deinem Freund da? Oh, der zählt nicht. Der macht kaum mal den Mund auf und wenn er es doch macht, kommt nichts Interessantes raus. Oh, okay. Wer bist du? Warum bist du hier? Tja, ich bin ein Jäger natürlich und ein Mitglied der Jägerloge. Doch ich bin ganz gern hier draußen. Hier beschwert sich keiner über meine Kluft, meine Manieren. Meine Persönlichkeit? Lass ihn nicht rein, er nervt mit seinem unaufhörlichen Geplapper. Oder er stinkt wieder nach Fisch. So in der Art. Ich stink nicht nach Fisch, oder? Nein, eher nach nassem Fell. Na, das ist gut. Was sind die Prüfungen? Die Jägerloge sorgt überall für Jagdgebiete, damit Jäger trainieren können. Bei den Prüfungen hier geht es um das Wichtigste bei der Jagd. Eine gute Ausdauer. Die Jagd ist kein Sprint, sondern Marathon. Hier gibt es also nur Training? Und eine Herde Maschinen. Und
Ich bin berechtigt, Abzeichen zu verleihen. Halbsonne, Vollsonne und Glutsonne, wenn es gut läuft. Was ist die Jägerloge? Ein Treffpunkt für Jäger in Meridian, wo man sich amüsiert und prahlt. Ich jage lieber Maschinen. Du hast bereits 3 Halbsonnen gewonnen, also bist du qualifiziert, der Loge beizutreten. Welche möchtest du? Ich werde sie dir dann erklären. Okay. Schnelligkeitsprüfung, Teil der Zusammentriebprüfung, Fesselprüfung. Ach du Schande. Okay. Schnelligkeitsprüfung. Auf 3 Anhöhen sind Kadaver von Wächtern. Plündere sie vor Ablauf der Zeit und du bestehst. Was? Es klingt einfach, aber nimm dich in Acht vor den anderen Maschinen dort. Okay. Die Zeit läuft, wenn du am Seil runterrutschst. Okay. Und woher soll ich jetzt wissen, wo das ist? Achso, es wird mir angezeigt. Das Schießen spare ich mir für das Jagdgebiet auf. Sei vor dem Grau habe ich meine rechte Kadaver. Warte, ich schau mal, ob es vom anderen Seil besser ausschaut. Oh ja, klar. Das ist schon einer. Naja, nicht wirklich, aber okay. Ich versuch's einfach mal. Jetzt wird's laut. Prüfung fehlgeschlagen? Alter, das geht ja schnell. Also das ist ja echt nicht einfach. Boah. Okay, wir brechen das hier ab. Was willst du lieber tun? Puh! Auf 3 Anhöhen sind... Es klingt einfach, aber nimm dich in Acht vor den anderen Maschinen dort. Gute Wahl. Okay, das ist echt nicht einfach. Vielleicht sind die näher bei zusammen hier. Und
Naja, auch nicht wirklich. Okay. Wecker, keine Zeit für dich. Oh, meine Güte, geschafft. Und ich glaube, ich habe sogar noch eine Glutzelle bekommen, oder? Ich weiß es nicht. Das war auf jeden Fall keine leichte Prüfung. Perfektion. Dafür bekommst du diese Glutsonne. Yes! Huh! Okay. Gut, die nächste Prüfung machen wir im nächsten Video. Also bis dahin. Ciao, ciao!